Und damit, mal gucken, ob Essensreste da sind, heiße ich euch herzlich willkommen zurück bei, ja, Let's Film, Mainz Alice's Journey. Und, müssen gucken, wo waren wir denn jetzt hin? Hier bin ich, muss in die Fabrikhalle zurück. Ich habe ein Messer bekommen, damit können wir wahrscheinlich hier den Fisch bearbeiten, nein. Dann gehen wir hier zurück, wir haben einen Tagebucheintrag, und mal neu. Nein, da ist doch nichts neu. Aber es tut er. Ach so, weil die Ziele erreicht sind. Okay. Dann können wir hier wahrscheinlich das Ding aufschneiden. Das ist ein Roboter, den interessiert das nicht. Ah. Welcome, miss. Don't mind me. Ja, hallo. Zwei Püppchen fehlen noch. Gerade mal. Okay, die müssen wahrscheinlich alle dahin und da müssen wir die nach den Blumen sortieren. Hier kommen die blauen hin, hier kommen die normalen hin und hier kommen die goldenen hin. Okay, ich habe es schon verstanden. Und das zeigt uns an, wo welche Köpfe hinkommen. So, was haben wir denn jetzt noch? Ein Ventil haben wir auch noch da. Wo müssen wir denn hin? Was sagt denn die Karte? Hier hin. Ach Mann! Was haben wir denn da? Ein Finger. Das Ding. Können wir hier das Ventil anbringen? Nein. Können wir nicht. Hier ist das Ding. Können wir denn hier irgendwas nehmen noch? Nein, da nicht. Ich kann die Teile auch jetzt noch nicht hier hinlegen. Wir brauchen erst die anderen Teile dafür. Okay. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nein. Hier noch irgendwas? Nein. Mit dem Taschentuch hier vielleicht was machen? Nee, ist es. Nein. Tipp. Hier. Was soll man denn da drauflegen? Komm, Tipp. Den Tipp nehme ich noch. Hier ist doch nichts. Ich kann doch hier nichts machen. Ich muss da irgendwas drauflegen. Das? Ist das die Zukunft? Anthony Gray, Erfinder, mein perfekter Arbeiter, arbeitet effizient 24 Stunden täglich und braucht niemals eine Pause. Hä? Hä? Ah. Der Tipp war unnötig. Naja, egal. Eigentlich sind alle Tipps unnötig. So. Bring die Puppenköpfe an die richtige Position. Finde die passenden Paare, indem du entlang der Strecken zu einem leeren Platz bewegst. Ja, hier ist doch nirgendwo ein leerer... Ah! Okay. So. Nee, anders. Moment. Die da muss aus der Ecke sowieso noch raus. So, die muss dahin. Ne, die muss dahin. Die muss dahin. Die muss dahin, die muss. Die mit den Augen muss dahin. So. So, die sind schon mal richtig. Dann musst jetzt das rüber. Die muss da oben raus.
So, So, die ist richtig, die ist auch richtig. Moment, da müssen die kommt dahin. Jetzt müssen eigentlich die beiden noch tauschen. Die beiden müssen jetzt noch ihre Position ändern. Fast. Fast gut. Ja, die beiden müssen auch noch getauscht werden, sehe ich gerade. Das können wir aber mal eben... Warte, wenn wir die jetzt damit reinnehmen? Ne, bringt uns Prinz überhaupt nichts. So. So. Nee. Die muss dahin. Ich weiß, ich muss wahrscheinlich die hier unten auch mit einbeziehen. Aber ich versuche eigentlich die jetzt hier unten, die fertig sind, will ich eigentlich nicht weiter anrühren. Ja, nimmt auf. Stimme nimmt auch auf, sehr gut. So, Ne, so, so. So, so, so. So, das ist jetzt richtig. So, dann so, 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 so. Keine Ahnung, was ich hier mache. Kann ich auch zurücksetzen irgendwie? Nein, kann ich nicht. So, die ist jetzt an der richtigen Stelle. Die ist auch an der richtigen Stelle. Jetzt sind die Köpfe schon mal alle in der richtigen Ebene. Jetzt muss ich die noch ineinander tauschen. Das heißt, der muss in die Mitte, der muss dahin und der muss nach der ganzen Nacht drüben. So, der muss dahin. Ja, dahin. Ja, ich glaube, dann habe ich sogar jetzt schon. Ja, perfekt. Alles schön. Jetzt haben wir die 3 von 3. Dann können wir also jetzt endlich anfangen. So, 1. Dann kommt Beta. Was haben wir denn Beta? Beta und B. Hä? Römisch 5. Ich guck gerade mal. Das kommt ganz... Nee, Moment. Kann ich das Ding irgendwie drehen? Nein? Ah. Okay, das ist ja... Scheint einfach zu sein. Römisch 5. Ist das denn die 10? Warum steht denn da nur römische 5 dann? Ach, weil es immer das Gegenstück ist, oder wie? Ich verstehe zwar nicht ganz genau, warum wir das machen, was... Na, komm her. Achso, ich muss da drauf. So. Der ist da. Da muss die Sonne hin. Ach, immer Gegenteil. Immer das Gegenteil. Oder immer weiter. Und die Hälfte. So. 2. Ah, das sieht, glaube ich, besser aus. Ja.
no, I can't let it get away. Flüchtlinghand. Okay, haben wir denn jetzt hier noch irgendwo was? Kein Zutritt. Frauen verboten. Okay. Die eiskalte Hand von Adam Simony, wie hat die, hat nochmal einen Namen gehabt, ne? Okay, Karte. Hier ist was zu tun. Was haben wir denn hier? Ein Sternchen. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel zählt. Den schenke ich dir heute Nacht. Stern. Ach, hier war eine Sternaussparung. Genau. Eine Zigarre. Was soll ich jetzt mit einer Zigarre? Hier war nichts mehr. Das war fertig alles. Ja gut, da muss ich ja hier hin. Zigarre. Was soll ich jetzt mit einer Zigarre? Soll ich die auf dem Fisch ausdrücken? Ach, die kriegt der Fisch vielleicht rein? Ach nee, kriegt er nicht rein. Karte. Aber hier bin ich schon mal richtig. Gut. Kriegst du die? Nein. Das ist Zeitverschwendung. Ach, das ist ein Zigarrenschneider hier. So, damit können wir nicht das machen. Dann müssen wir den Dietrich nehmen. Typus perfekter Arbeiter 5SDY1. Wahrscheinlich ein Roboter darunter. Be careful. Watch your. So, das nehmen wir auch mal mit. Und was haben wir hier? Was für eine Tür ist? Ja, hier ist die Hand durch. Oh Gott. Objektliste. Oh Gott. Lineal, Löffel, Pinsel. Lineal? Was haben wir denn noch? Schraubenschlüssel. Der ist da oben. Ein Golfschläger. Da sich ein Schirm, ein Löffel. Ein Glo, ein Schirm. Ein Fisch. Brauchen wir eine Rakete? Nee, ein Geodreieck. Eine Banane. Das ist ein Apfel. Das ist ein Zirkel. Ein Skalpell, ein Vogel. Ein Schraubenzieher. Da ist der Golfschläger. Ein Pfeil. Den Pinsel habe ich gerade gesehen. Ist das der Fisch? Ja. Rose. Da ist ein Notenschlüssel. Ein Geodreieck. Das ist ein Buchstabe B. Globus. Da ist der Globus. Ein Löffel. Ist das der Löffel? Nein. Das ist ein Skalpell. Ich drück trotzdem drauf. Geodreieck. Ist das? Ne, ist kein Geodreieck. Ja, nachdem wir bei den letzten Wimmelbilderspielern mir das hier als Kompass verkauft wurde. Banane. Da ist ein Kürbis. Da ist der Pfeil. Na! Die Rose. Da ist die Rose. Ein Löffel. Da ist der Löffel. Die Banane. Also das Wimmelbild würde ich noch gern fertig machen. Danach mache ich den Schnitt.
Da ist das Geodreieck. Und jetzt noch die Banane, die ist da. Sehr schön. Was ist das denn jetzt? Ein Gemäldeteil. Ja gut, das kommt dann hier rein. Und dann schauen wir, was passiert. Was? Filmklappe. Filmklappe. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt... Dosenöffner, Moment. Eine Batterie und deshalb stinkt es da drin so. Mhm. Und deshalb sage ich dann auf Wiedersehen beim nächsten Mal mit Let's Wimmel, mit Nightmares from the Deep. Mein Name ist Alice's Journey und auf Wiedersehen.